So, sag das bitte nochmal. Ich hatte leider gerade noch nicht die Kamera an. Erzähl mal. Also Leute, jeder, der schon mal Kart gefahren ist in seinem Leben, ne, das ist ein Go-Kart für die Straße mit viel, viel Leistung, mit übertrieben geilen Sound und du bist halt in einer Kapsel, also abgeschlossen im Prinzip, nicht offen wie im Kart. Aber das Gefühl, die Direktheit, wie die Gänge reingehen, plus der Sound, also als Automobilfreak ist das ganz, 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 ganz großes Tennis. Also art-approved, ja, würdest du sagen? Also ganz, ganz großen 10 von 10 art-approved. Geil. Okay, oh, hier muss man aufpassen, gell? Ja, Carbon nicht abtreten. So, zack. Hey. Oh, das war jetzt ist ja alles gut. Hey, Bro. Alles gut. Schön, dich zu sehen. Ja, läuft. Ja, die Kavallerie rückt an, ne? Wie sieht der denn bitte aus? Ja? Ehrlich? Oh. Tief, heftig. Spurverbreiterung, heftig. Die Farbe. Aber die Felgen musst du komplett schwarz machen. Komplett schwarz oder dreiteilige Possen, die wir besprochen hatten? Ja, Bro. Hast du mit den goldenen, ne? Ja. Bronze, das Bett, natürlich. Schwarzer Stern. Und Art war richtig begeistert vom Lotus. Er meint so, selten so ein emotionales Auto auf Anhieb gehabt. Ja, das Ding ist ja auch Schalter, weißt du? Ja, beim Runterschalten musst du Zwischengas geben. Nein, nein, hör jetzt auf damit. Aber du weißt, was ich meine. Ja, du brauchst eigentlich drei Füße. So safe, weißt du, wie safe. Beide? Wir müssen ja jetzt einen Kaltstart beim M2 machen. Das ist ja schrecklich. Oh, scheiße, stimmt. Oh nein, dann ist der Auslauf doch ganz laut, die oder? Die Klappe geht doch nicht mehr zu, ne? Beim M2. Deswegen Kaltstart müssen wir Klappe auch machen. Ja, ja. Und das Irgendwas Schlimme ist, da, ne? Ich muss den jetzt auch starten. Und da ist die Klappe auch noch. Auch kaputt. Nein. Ja, deine Klappen haben ja immer Probleme, ne? Oh, nein. Alter, das hat richtig weh getan. So, jetzt schaut euch das an. Panamera und M2 nebeneinander. Genau die gleiche Polierung. Komm mal her, Art, komm mal her. Ist also das sexy? Ehrlich, ich konnte mir das irgendwie vorher gar nicht vorstellen, ne? Oder ich mach mal Standlicht auch beim M2 an. Man, schaut euch das an. Ich freue mich richtig doll auf die Hinfahrt zum 400 Plus Owners Club. Stimmt, weil da fährst du den Lotus und ich fahr den M2. Aber bitte, ich weiß, die Jungs sind wild, die nachher kommen. Nee. Bitte ist nicht mein Auto, ist nicht mein Auto. Bei mir ist sowas immer Grundregel. Ich mache nie etwas, wo ich mich selber unwohl fühle oder wo ich selber sage, dass da gehe ich ein unnötiges Risiko ein. Mit meinem Auto mal quer, mal dies, mal das. Eine Sache, mit anderen Autos niemals im Leben. Ja, da bin ich komplett raus. Sehr brav. Safe, safe, safe. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Würde ich sagen, nimmst du den M2, dann fahren wir auf die A24, Horner Kreisel, dann fahren wir ein bisschen A24, dann fahren wir Basbüttel raus. Gibt es da einen Driftspot, einen kleinen? In Basbüttel gibt es sogar Können wir da mal hin, bitte? Einen minimalen Driftspot, ja? Ja, minimaler reicht mir. Okay, wir schauen. Okay, wir schauen. Sehr gut. Kriegen wir hin. Oh mein Gott, Alter, ey, es ist einfach nur pervers. Ich komme auf dieses Auto nicht klar. Das ist jetzt die zweite Fahrt, das zweite Mal, dass ich in dem Ding sitze, dass ich den fahren darf. Und es ist purer Terror. Dieses Teil ist nicht mehr normal. Heute gegen späten Nachmittag noch zum Flugplatz. Und dort kommen noch ganz viele mit Ferraris, mit Lamborghinis, mit Audi. Audi ist getuned auf 900 PS. Es wird komplett heftig. Und da werden wir in der Tat legal ein paar Drag Races fahren. Ich freue mich da so hardcore drauf. Und natürlich werden wir das alles dokumentieren. Der heutige Tag, der geht in die Geschichte ein. Ich sag es euch. Scheiße. Guckt euch das mal an, wie eng das hier ist. Alter, und wie viele da schon hängen geblieben sind an der rechten Seite. Junge, ist das krass. Freunde, schaut euch das mal an. Hier ist Grashüpferli. Er ist gerade mitgefahren bei 160 auf der Autobahn. Er hat sich die ganze Zeit hier hinter dem Rückspiegel versteckt. Ich glaube, er will eine Runde mitdriften. Da weht das Haar von Grashüpferli im Wind. Seht ihr das, Freunde? Oh, jetzt wird es sehr windig. Halt dich gut fest, mein Freund. Freunde, das ist Adrenalin hier. Das ist pures Adrenalin. Mehr geht nicht. Es ist unfassbar, dass er sich da noch halten kann. Das gibt es gar nicht. Oh, scheiße, Freunde. Jetzt fängt es an zu regnen. Wie kann ich denn hier die Automatik ausstellen? Okay, wir haben grünes Licht, Art. Ja, willst du den noch ein bisschen in die Mitte stellen hier? So ein bisschen weiter noch. So, wir machen jetzt schon mal Traktionskontrolle aus hier. Oh, yes. Vor allem die Fahrbahn ist hier noch so leicht nass. Das heißt, ich muss auch kein schlechtes Gewissen haben, dass ich gleich die Reifen hier von Art komplett vergewaltige. Du willst drin bleiben? Ich bin so durch. Junge, es geht so gut mit diesem Auto, es ist unfassbar.
Ja, nochmal von außen. Ja, gerne. Alright, Freunde, wir haben gerade vollgetankt und wir haben ein großes Problem, denn Art hat gerade festgestellt, dass er einen Nagel im Reifen hat. Was besonders ärgerlich ist, denn die Reifen kamen gestern komplett neu. Beziehungsweise es ist sogar eine Schraube, schaut euch das mal an. Es ist ein richtig, richtig dickes Teil. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wie wir da weiter verfahren, weil heute Abend sind die Drag Races und das ist natürlich Worst Case. Und gerade wenn man schnell fährt, ist das nicht machbar, damit zu fahren. Art, hast du schon eine Idee? Ja, wenn dann nicht ganz durchs Profil durch ist, können wir den Reifen retten. Ansonsten neuer Reifen, ne? Shit. Vulkanisieren bei 300 plus. Macht keinen Sinn. Okay, dritt mir, erzähl mal, du hast den Nagel rausgezogen aus dem Reifen von Art. Ja, mit Unterlegscheibe. Mit Unterlegscheibe. Okay, und was sagst du jetzt, Fazit? Also kann er so weiterfahren? Ja, da ist keine Luft rausgekommen. Darf ich dich mal reinsetzen? Ja, sicher. Schaut euch das Teil an. Ist das brutal. Carbon-Schaltpedals hier. Und das ist halt geil, die Lüftungsschlitze hier, beziehungsweise Lüftungsanlagen, die sehen halt aus wie von einem Kampfjet hinten die Turbinen. Zeiten gemessen? Ja. Voller Tank, zwei Leute, 100, 200, 5,3. 5,3? 100, 200, was? Und Sound ist auch geil. 12 Zylinder, ja, 12 Sauger, Zylinder. Gell? Ja, ja, Sauger. 6,5 Liter. Muss alles richtig, mein Lieber. Sympathisch. So Leute, geht gleich los Richtung Flugplatz Rothenburg-Wümme, ne? Rothenburg-Wümme ist das. Was haben wir hier an Leistung? Trackhawk? 710. 710 PS. Serie? 710. Nee, du hast mehr Leistung. Nein. Ach, hör doch auf zu lügen jetzt. Du hast deutlich mehr Leistung. Egal, 900 PS. Was haben wir im Porsche? 446. Ist das ein Sauger? Ja. Ist noch der Sauger, ne? Klingt dafür aber richtig brachial. Wenn du da was an der Abgasanlage machst, ist Feierabend. Ja, und hier natürlich 812 Superfast, ja? 812 PS, ne? So wirklich weiß man das nicht. Also, jetzt kommt hier die Terrormaschine Nummer 1, Freunde. C63 Kaltstart. Ich bin bereit, glaube ich. Oh, ja, 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 ja. Ist zu laut, Herr Drittmier. Ja, machen Sie das bitte leiser. Weißt du, hat das Klappenproblem. Ja, das Klappenproblem. So, Freunde, los geht's. Bin hyped. So, wir sind jetzt hier gerade an der Shell-Tankstelle. Alle Autos werden voll gemacht. Mein Lieber, du sorgst dafür, dass Sprit nachgeliefert wird, ne? Haben wir alles leer getankt? Nee, ist eher, gerade habe ich ja geliefert. Ist ja voll. Für uns. Für euch extra. Mein Lieber, du bist echt ein Ehrenmann. Shoutout geht raus hier an Shell. Gute Tankstelle. Alright, Freunde, wir sind da. Vermeintlich. Wir sind jetzt auf dem Flugplatz. Und alter Schwede, da stehen so viele geisteskranke Autos. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Holy fucking shit. Wir fahren jetzt einfach mal nach vorne und gucken, was da so abgeht. Ich habe halt keine Ahnung, ob ich überhaupt eine Chance habe, weil das sind hier alles nur so geisteskranke Karren. Wirklich von A bis Z. Gut, gegen den hätte ich vielleicht eine Chance hier. CLA 45 müsste das gewesen sein. Hier steht ein M4. Boah, Alter, guckt euch das an. Ein paar alte Muscle Cars. Holy shit. Aber alle anderen Dinger hier sind so geistesgestört schnell. Jetzt gerade R8 gegen einen Mercedes, ich glaube sogar ein Cabrio. Oh, da steht noch ein Nissan GT-R, Porsche, GT3 RS, GT4, R8, ein Aston Martin steht da noch ganz unscheinbar in der Ecke. Holy shit, was geht hier ab? Ich komme nicht klar, Freunde. Art, mein Lieber, erklär mir mal, wie was funktioniert das? Was ist hier los? Digga, es ist komplett geistkrank. Ich habe sowas in meinem Leben noch so nie fucking, erlebt. Fucking Eskalation. Ja, ohne Scheiß. Was muss ich denn jetzt machen überhaupt? Wenn die Flagge unten ist, Vollgas oder was? Ja, gucken, dass du Traktion drauf kriegst. Ja, krieg ich. Alter, schaut euch das an. Schaut euch dieses Line-Up an, das ist der fucking Heaven, wo wir hier sind. Da ist dein Gegner. Ah! Okay. Geil, Mann! Mein erstes Drag Race, Freunde! Sehr, sehr geil. Du bist dann irgendwann einfach weggeschossen. Ja. Geil. GTR ist geil, ne? GTR ist sehr geil. Okay, dann wollen wir mal gucken, was wir so gerissen kriegen. Komplett nach vorne. Den haben wir ja mal richtig verblasen. Geil. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich gewinne, ohne Scheiß. Aber ihr seid auch gut beladen. Mit dem Sediment fährt, weißt du? Geil, Mann. 1100. Ey, von 0 bis 100 ist der unfassbar schnell irgendwie, ne? Ja, ja. Ist crazy. Bei Jimmy, ne? Ja, genau. Ich hab dich
gesehen, ihr seid mit dem Porsche und mit der G-Klasse. Fahrt mal mit eurer G-Klasse dahin und dann tunt die mal auf 900 PS. Das ist so geistesgestört, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Ich habe mich legit fast eingekackt. Ja, ich habe das beobachtet. Ja. Ja, wie das hochgeht, das Teil, ne? Wahnsinn. Und auch der Sound, alles, das Ding ist... Ja, ich dachte, ich mache mal nicht so eine auffällige Folierung, weißt du, das... Ich möchte nicht immer erkannt werden und angesprochen werden, da stehe ich nicht so drauf. Lieber dezent und unerkannt. Ja. Das sind abgefahrene Pilot Sport 4. Die sind komplett runter und kalt. Was? Wie kann das sein? Du bist super gut weggekommen. Ja, bei Nissan GT-R vorhin, ich bin besser weggekommen. Krank das Ding. Aber dein Gewicht ist halt auch. 1100. Hast du voll durchgeladen? Für 350 PS ist okay, oder? Aber ey, deine Karre, geil, Mann. Die sieht geil aus, hört sich geil an. Oh, ist das geil, Freunde, ey. Yes, baby! Alter! Junge! 100%! Alter, ich hab bis zum zweiten Tour bei mir dreht nichts durch, der schießt nach vorne. Fahr mal mit! Ja, ich ja. Ja, Mann, Freunde! Woo! Oh, ja! Ja! Oh, ich würde auch sagen, mit diesem grandiosen Sound hier vom C63 und dem letzten Rennen, was wir gewonnen haben, ich fahre jetzt noch ein paar, aber verabschieden wir uns. Es war ein geistesgestörtes Video. Wirklich, ey, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin gerade so emotional geladen, aber das hier ist mit das geilste Auto-Event, was ich hier jemals auf dieser Erde, auf diesem Planeten erlebt habe. Es ist einfach nur crazy. Vielen lieben Dank an alle Beteiligten, an alle, die es hier organisiert haben. 400 Plus Owners Club, ganz liebe Grüße gehen daraus. Hammer Jungs und ja, ich würde sagen, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, welches Auto war für euch das Highlight, was würdet ihr hier auf dem Flugplatz, auf dem Flughafen anstellen. Ach, ich habe schon wieder kompletten Mist. Ich muss jetzt echt aufhören, Freunde. Anyway, ja, wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil. Prop.